Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Let's Survive. Sage ich schon wieder. Ach, das habe ich jetzt schon wieder so eingeimpft. Ich meine Fallout. Einfach nur Fallout. Plain and simple, good old Fallout. Wir fahren jetzt in die dritte Ebene, weil hier kommen wir gerade nicht weiter. Und schau mal, ob wir hier weiterkommen. Und ich glaube schon. Ich gehe mal hier durch. Oh oh, wir wurden entdeckt. Rakete! Puh. Na warte, Raketenwerfer Willi. Aha, und deine Freunde auch. Oh, der hat überlebt. Ich bin beeindruckt. Du stirbst jetzt den Flammentod, sagt er und schießt mit seinem Laser auf mich. Erwischt mich kritisch und ich bin sofort tot. Was für ein Arsch. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Bitte sagt mir nicht, dass ich... Nee, alles gut. Ich glaube, nur da oben waren wir noch nicht. Na gut, gehen wir da nochmal schnell hin. Haben wir in der letzten Folge schon mal gemacht, aber da ist wirklich sehr viel wichtiger Heilungsloot, den wir echt gut brauchen können. Insofern würde ich da gerne nochmal hingehen. Hallo Supermutant, ich weiß nicht, warum du da einfach so stehst und nicht mit mir kämpfen willst. Ich nehme jetzt den Alien Blaster für dich. Und jetzt nehme ich mir deine Medikamente. Sorry. Was hast du eigentlich dabei? Ach ja, genau, du hast auch Stimpaks. Medikamente. Yeah. Und im unteren war nur so ein Arztkoffer, den brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Aber da oben waren, glaube ich, noch mehr Heilmittel. Die holen wir uns noch. So. Sehr schön. Und jetzt können wir eigentlich zurück. Wo wir hergekommen sind. Da kommen wir leider nicht rein. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Vielleicht diese Borg-Alkoven, die da stehen, irgendwie... Keine Ahnung. Fahren wir nochmal nach unten und diesmal speichere ich, sobald wir unten sind. Speichern hilft. Speichern. Okay. 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 Vielleicht hätte ich uns vorher gleich noch heilen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Doch jetzt ist es zu spät. Es ist nie zu spät, um sich zu heilen. Okay. Kann ich jetzt eigentlich von hier schon auf die schießen? Ah, guck mal, die sind zu dritt. Oh oh. Okay, der musste ein paar Schritte gehen. Das dürfte gut für uns sein. Vor allem, je näher er dran ist, desto mehr wird er doch Löcher von dem Ding. Oh, keine Munition mehr. Na gut, dann Zug beenden. Kriege ich ein bisschen mehr Rüstung und darf gleich nochmal. Gut, dann nochmal laden und Kampf beenden und durch die Schleuse gehen. Raketen, okay. Was hat der da? Stimpaks und das da. Auf Reichweite wäre halt, glaube ich, das Plasmagewehr schon mächtiger. Glaube ich. Auf Entfernungen ist es, glaube ich, schon ziemlich gut. Kann ich es eigentlich jetzt mitnehmen statt Raketenwerfer? Nein, geht nicht. Warum denn nicht? Bin ich echt so überladen? Ist das Plasmagewehr echt so schwer? Hier, Seile. Seile sind, glaube ich, schwer. Ja, es geht. Tatsächlich. Yeah. Ich muss mal schauen, der Alien Blaster macht 30 bis 90 Schaden, hat halt aber wenig Reichweite. Ah, der macht 30 bis 65 Schaden. Also der Höchstwert ist nicht so hoch wie beim Alien Blaster, aber hat halt viel mehr Reichweite. Glaube ich. Ja. Ah, der frisst aber die gleichen Fusionszellen wie auch der Gatling-Werfer. Der Energiezellen. Naja, dann macht Sinn, dass ich das so lasse. Solas ist die Mehrzahl von Solas. Der aus Dragon Age. Inquisition! Aber er kommt ja wohl auch schon im zweiten Teil vor, oder? Eine große offene Fläche? Unheimlich, fast schon. Ich speichere lieber.
Lieber einfach immer die ganze Zeit ununterbrochen speichern. Oh, und schon explodiere ich. Warum eigentlich? Au, sind hier lauter Fallen oder so? Verdammt, hier ist ein grünes Kraftfeld. Wie kriege ich das weg? Da komme ich gar nicht durch. Oh, guck mal, da ist ein Mensch gefangen. Sarah. Sarah was never quiet. Ja, yeah, jetzt macht alles Sinn. Sarah. Oh, da drüben ist ein Aufzug. Okay. Solas, Sarah. Das gibt alles Sinn. Wir sind hier im Dragon Age Inquisition Universum. Das heißt, Dragon Age Inquisition und Fallout 4 oder Fallout überhaupt spielt im gleichen Universum. Jetzt haben wir die Beweise gefunden. Jetzt müssen wir nur noch irgendeine Fan-Theorie zusammenstricken, die auf wildeste Art und Weise Verbindungen herstellt zwischen den beiden. Sowas wie... Weiß ich nicht. Was ist denn los? Geht der Aufzug nicht, oder? Oder wie jetzt? Du bemerkst ein Schild an der Tür, auf dem steht, dass der Aufzug außer Betrieb ist. Na toll. Kann ich den vielleicht reparieren? Das kannst du nicht reparieren. Verdammt, außer Betrieb. Ich glaube, ich spinne. Ich gebe dir gleich außer Betrieb. Ach, doof. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwie diese Kraftfelder auskriegen. Was explodiert denn da eigentlich dauernd? Ich check's nicht mal. Sind hier überall Minen, oder? Au, das hat uns auf jeden Fall ganz schön wehgetan, was auch immer hier war. Es war schmerzhaft. Wie schwer seid denn ihr eigentlich? Steht nirgends. Naja. Ich nehme mal ein paar davon. Eins geht noch. So. Grüne Kraftfelder, ey. Was machen wir gegen die? Ich fahre jetzt nochmal in den ersten Stock und schaue mir da alles nochmal genauer an. Also, was haben wir hier? Da drin sind Konsolen und so. Die könnten wichtig sein, sind aber von grünen Dingern bewacht. Das kann es fast nicht sein. Hier drüben werden auch ganz viel Computer. Vielleicht sollte ich mich mal mit denen beschäftigen. Ist halt jetzt wirklich ein weiter umständlicher Weg durch ganz viel rote Barrieren. Aber es lohnt sich vielleicht. Hoffentlich. Es wäre schon cool. Mein Wissenschaftswert ist halt, wie schon gesagt, nicht der höchste. Aber hoffen wir einfach mal. Hoffnung ist die Butter auf dem Brot der Gerechten. Heißt es doch immer. Oder? Insofern wird es schon gehen. Also, ich gehe mal hier an die Konsole, an den Computer. Mal schauen, was passiert. Du hast 800 Bonuspunkte für den außergewöhnlichen Computer-Hacking gewonnen. Sieg. Verstehe ich nicht. Aber es hat uns jetzt erstmal nichts gebracht. Na gut, wir haben den in irgendeinem Spiel besiegt anscheinend. Der Monitor flackert. Das System wird gerade neu gebootet. Das System hat angehalten. Der Bildschirm zeigt merkwürdige Farbenmuster. Bildschirm merkwürdige Farbenmuster. Und Bildschirm merkwürdige Farbenmuster. Okay, versuchen wir es mal mit Wissenschaft. Nein, bewirkt irgendwie nichts, oder? Mehr Wissenschaft. Nein. Ich weiß es auch nicht, Leute.
Mehr Wissenschaft. Noch mehr Wissenschaft. Und noch mehr Wissenschaft. Ich weiß es ja auch nicht. Der Monitor flackert. Vielleicht sollten wir den erstmal reparieren. Das kann man nicht reparieren. Na gut. Na gut. Mehr Wissenschaft. Du schaltest alle Energiefelder auf diesem Level aus. Stimmt doch gar nicht. Die sind noch aktiv. Die Energiefeld-Subsystem können es natürlich nicht mit dir aufnehmen. Du schaltest alle Energiefelder auf diesem Level aus, stand da gerade. Aber es ist nichts passiert. Du erhältst ein aktueller Verstrahlungsgrad. Komisch, da stand gerade, ich habe alle Kraftfelder ausgeschaltet. Aber es sind noch alle aktiv. Habe ich die vielleicht auf einem anderen Level ausgeschaltet? Ich glaube nicht, oder? Nur keine Ahnung. Wir können es mal versuchen. Fahren wir mal die Stockwerke durch. Da war auf jeden Fall die Meldung. Ich muss nochmal schauen. Also. Ah, ja, komm durch. So, jetzt. Lese ich es nochmal genau. Die Energiefeld-Subsysteme können es natürlich nicht mit dir aufnehmen. Du schaltest alle Energiefelder auf diesem Level aus. Und alle Energiefelder auf diesem Level sind aber noch aktiv. Jetzt frage ich mich natürlich... Hä? What? I don't get it. Oder kann ich jetzt hier durchgehen auf einmal? Nee, kann ich nicht. Na gut, dann weiß ich's nicht. Dann weiter. Dann weiß ich's wirklich nicht. Keine Ahnung. Fahren wir woanders hin. Weiter Stockwerk. Nein, hier sind definitiv alle an. Und auch hier sind alle an. Dann verstehe ich es jetzt wirklich nicht. Okay, das hier ist die einzige Konsole, die es überhaupt gibt. Gehen wir mal zu der. Vielleicht können wir mit der hier irgendwie die Kraftfelder ausmachen. Was anderes gibt es eh nicht. Also das wäre die einzige Möglichkeit dann auf der Ebene hier. Du kannst an dem Emitter keine Steuerkonsole sehen. Vielleicht kannst du diese Energiefelder irgendwie anders abschwächen. Wissenschaft. Nichts dazugelernt. Irgendwie anders abschwächen. Ich weiß nicht. Ich kann Granaten hinwerfen vielleicht. Vielleicht kann ich die ja sprengen. Na komm, wirf. Wirf doch. Er wirft nicht. Dann weiß ich es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was wir jetzt machen sollen. Du deaktivierst kurzzeitig den Energiefeld-Emitter. Was? Aber es ist an. Ich verstehe es einfach nicht. Das versuche ich nochmal mit der Zange. Da steht zwar, dass ich den kurzzeitig deaktiviere, aber irgendwie stimmt's nicht. Ich hoffe, das ist kein Bug, der uns hier irgendwie das Spiel ruiniert.
Was nun? Das kommt mir alles nicht sehr gut vor. Damn it. Damn it. Ich will da rein. Hey du, kannst du mir nicht aufmachen? Hä? Das wäre echt cool. Ich versuche nochmal vielleicht irgendwas anderes. Ich könnte hier nochmal... Oh, das ist gut. Ich habe noch Dynamit. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ich dachte, ich habe das Dynamit verbraucht. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit Dynamit, das hier zu sprengen. Das wäre schon mal cool, wenn das gehen würde. Also, Dynamit. Eine Minute. Und Dynamit fallen lassen. Okay. Und da hinten ums Eck gehen. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann weiß ich es leider auch nicht. Also komm schon, Kraftfeld. Sei cool. Geh aus. Geh kaputt. Explodier. Los jetzt. Na? Oh, guck mal, es hat funktioniert. Oh oh, hallo. Au. Also das Kraftfeld ist zwar noch da, aber der Emitter ist weg. Ich glaube, ich heile mich lieber mal. Und nochmal. Und nochmal. Ah ne, brauche ich gar nicht mehr. Okay. Na, sag mal. Was ist mit dem los? Jetzt nicht mehr viel. Flip habe ich getötet. Der hat eine Blume im Inventar. Ich hoffe, der war nicht irgendwie ein netter Kerl oder so. Oh mein Gott, du hast ihn umgebracht. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr euch so nahe gestanden habt. Er war mein Liebhaber. Er war mein bester Freund. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Aber der war ein Supermutant. Ich dachte, der will dich umbringen. Tut mir wirklich leid, wie hätte ich wissen können, dass der dir so viel bedeutet. Sieh ihn dir an, er ist ein Mutant. Er war ein menschliches Wesen. Er musste untertauchen, um überleben zu können. Du hast ihn getötet. Oh, tut mir leid. Du hättest ihn nicht töten müssen. Lass mich alleine. Verdammt. Jetzt würde ich hier gern weiter und ich wüsste auch, wie es funktioniert mit Sprengstoff. Ich kann zwar Granaten fallen lassen, aber das wird nicht funktionieren. Und Sprengstoff habe ich nicht mehr. Wahrscheinlich kann ich jetzt auch nicht mit dem Ding auf die Granaten hier schießen. Schade, das wäre cool gewesen. Ha, was machen wir jetzt? Oh, wir haben den armen Flip getötet. Das tut mir jetzt schon leid. Flip. Armer Flip. Ach, Mann. Ach, Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Kraftfelder kriegen wir trotzdem nicht aus und ohne Sprengstoff kommen wir nicht zum Aufzug. Ich weiß nicht mal, ob wir wirklich zum Aufzug müssen, aber wahrscheinlich, oder? Eine Sache gibt es noch, die wir noch probieren könnten, die mir gerade noch einfällt. Und zwar habe ich eigentlich noch nicht versucht, einfach hier unten die Tür mal zu knacken, oder?
Oh, sind die Gegner da drin verschwunden? Also, öffnen, 19%. Oh, das ist schlecht. Du kannst dieses Schloss nicht aufbrechen. Na gut. Nullinger sagt er. Niente, nada. No. No. Na gut, aber ihr habt doch Raketenwerfer. Gib mir mal einen Raketenwerfer. Ja, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Plasmagewehr gegen Raketenwerfer. Das ist ein guter Tausch. Das findet er gut. Jetzt schauen wir mal, wo ich meine Raketen reingepackt habe. Da nicht. Vielleicht hier. Nein. Vielleicht da unten. Irgendwo habe ich meine Raketen reingepackt. Ich kann mich noch genau erinnern. Nein, sag mal. Oder habe ich die in eine Mutantenleiche gepackt? Das könnte auch sein. Auch hier sind sie nicht. Da sind sie nicht. Irgendwer hat bestimmt Raketen. Ich durchsuche einfach die Supermutanten. Der kommt bestimmt bald schon. Ah ja, vier Stück. Ach komm, eine kann ich doch nehmen, oder? Ja, und noch eine. Nein, aber ist okay. Jetzt passt mal auf, ich habe einen Plan. Vielleicht kann ich nämlich mit den Raketenwerfern die ganzen Kraftfelder einfach wegschießen. Das würde mir alles sehr erleichtern. Warum kann ich dem nicht sagen, dass er hier hinschießen soll? Du sollst einfach da hinschießen. Es wäre mir echt wichtig, dass du hier hinschießt. Gibt es keine Taste, die ich gedrückt lassen kann? Schleichen? Nee. Ah! Ein gelbes Fadenkreuz, aber irgendwie schießt er nicht drauf. Er schießt einfach nicht drauf. Schade. Auch auf allen Nummern. Ach so. Nee. Okay. Das ist falsch. Falsch. Nein. 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 Ach, nein. Okay, ich gehe mal da oben zu den Computern und benutze da überall Wissenschaft. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Ich weiß es echt nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich kenne mich einfach nicht aus. Ich weiß nicht, was die hier von mir wollen gerade. Wissenschaft! Das System wurde angehalten. Wissenschaft! Der Monitor flackert. Mehr Wissenschaft! Merkwürdige Farbmuster. Nein, das kommt mir alles nicht richtig vor. Alles nicht richtig vor. Und Dynamit haben die hier leider auch nicht in der Basis, oder? Ich brauche nämlich echt Dynamit, weil ich kann anscheinend nicht mit den Raketen einfach frei durch die Gegend schießen. Leider. Warum eigentlich nicht? Na toll. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Unten ist Sarah mit ihrem toten Supermutantenfreund total unglücklich. Und wir sitzen hier fest. Und ich kann da nicht drauf schießen. Aber mich wundert es so, gibt es keine Taste wie in Checkered Alliance oder sowas, dass ich einfach sage, jetzt hier hinschießen. Ob da jetzt ein Gegner ist oder nicht, ist mir wurscht. Einfach hinschießen. Aber wenn es die gibt, finde ich sie nicht. Ah, nervig. Das würde alles so viel leichter machen. Dann könnte ich jetzt nämlich einfach die ganzen Pfosten hier kaputt schießen. Dann hätten wir keinen Ärger mehr. Und eigentlich sollten doch im ersten Stock die Kraftfelder schon deaktiviert sein. Warum sind sie nicht deaktiviert? Ich verstehe das alles nicht. Fragen über Fragen und keine Antworten. So ein Käse. Ach ja.
Leute, ich würde sagen, beenden wir die Folge mal hier für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auf Facebook, Instagram und Twitter findet ihr Landsquid Birdrider und könnt uns mir gerne folgen. Und auf Patreon könnt ihr mich gerne unterstützen. Es würde mich sehr freuen. Und noch mehr würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also macht's gut. Bis dann. Ciao. Wow, jetzt ist es spät geworden. Ziemlich schnell, ziemlich spät geworden. Ja. Sag mal, ich glaube, mein Auto ist durch den Boden gefallen. Oh, ja, das kann sein. Hm. Kann ich das irgendwie bestellen? Ja, ich glaube schon, du musst zu so einem Bestellposten.